Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Das ist mein Zeitfunkgerät. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich hiermit die anderen Teams. Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Wie geht es mit der Antenne voran? Warum soll ausgerechnet ich das machen? Ich meine, kann nicht jemand anders den Job erledigen? Das ist genau die Einstellung, die zu all dem hier geführt hat. Ich habe nichts falsch gemacht. Hab ich etwa die Atmosphäre vergiftet? Oder die Pole schmelzen lassen? Und komme jetzt nicht wieder mit einem deiner Verantwortung, kommt nicht durch Schuldvorträge. Wie wäre es stattdessen mit einem Bau die Antenne auf oder ich sperre dich in den Atomofen-Vortrag? Ist was? Du wirkst besorgt. Es ist... Ach, nichts. Beeil dich bitte mit der Antenne, ja? Kann das nicht warten? Ich möchte mich erst einmal umsehen. Du erledigst erstmal deine Arbeit, Funker. Du hättest schon längst fertig sein können. Nigel, ganz San Francisco ist zerstört. Ich weiß. Aber die Mission! Wir können sie nicht beenden, wenn... Ich weiß! Es tut mir leid. Wir werden schon einen Weg finden. Aber dazu brauchen wir Kontakt mit den anderen Teams. Wie weit bist du mit der Antenne? Wo ist nochmal die Zeitfunkantenne? Der Antennenkoffer liegt im Staufach der Kapsel. Und nun beeil dich. Ich mache am besten gleich weiter. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Der Ladezustand ist sehr niedrig, ungefähr 15%. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Die Klappe zur Ladefläche. Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann.
Ich hoffe, dass ich einen geeigneten Ort in der Nähe der Zeitkapsel finde. Nigel ist nicht so gut zu Fuß. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Nein, das passt. Nein, das passt. Da sitzt noch das T-Stück drauf. Da sitzt noch der Koppler drauf. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Wie geht es mit der Antenne voran? Ich weiß nicht, wie die Teile zusammengehören. Auf dem Antennenkoffer sollte eine Anleitung stehen. Ich mache am besten... Das wollte ich gerade...
Nein. Nein, das passt. Es tut sich nichts. Nein. So. Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Es tut sich nichts. Thank you.